So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shin Megami Tensei Devil Survivor 2. Ja, nachdem ich das letzte Mal den Free Battle gezeigt habe, habe ich jetzt hier die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Leuten zum Reden. Das ist jetzt. Aha, aber die sind im selben. Das ist auch interessant. Ich kann mit Joey reden. Oder Joe und. Naja, also wenn ich mir das so ansehe, ich glaube, ich rede mit dem Chief hier. Du kommst im Tokyo Branch. Achso, du kommst im Hauptquartier der. Was? Der Tokyo Branch. Also ja, du erreichst das Hauptquartier, das Tokyo Hauptquartier von Gyps mit Daichi, Io und Joe. Puh, wir haben es geschafft. Es ist noch nicht einmal Nachmittag und ich bin schon so außer Puste, oder? Ja. Jeez. Dieser Typ hier. Was? Kurz. Ich habe keine Ahnung, was Dings das letzte Wort ist. Belliation, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sich beschweren oder so. Zurück, ich verstehe. Ihr seid spät. Geht doch zum Kommandobereich. Kommando Center. Yamato ist weg. Ist er, ach so, er ist hungrig, nicht müde. Und der denkt die ganze Zeit ans Essen. Das hat Daichi gemeint, okay. Oh, ist das ein Neid für das Essen? Okay, Befehlsraum. Jeder, der von Yamato beschworen wurde oder gerufen wurde, sammelt sich hier. Also dann lasst uns beginnen. Ich krieg's gerade nicht in die Stimme zu ändern. Ja. Ja, Yamato lächelt dünn. Tut mir leid. Ist, ja. Ungeduldig sind wir nicht. Sei nicht so hastig. Ich werde gleich dazu kommen. Diesen Morgen. Diesen Morgen haben wir unser Wort gehalten, haben euch zu eurem Haus eskortiert. Also weißt du jetzt, dass dein tägliches Leben zerstört wurde? Du hast nirgends mehr, wo du hin zurückkehren kannst. Wow, meine Stimme. Daichi und Io schauen weg. Ich habe einen Vorschlag für euch alle. Momente vor. Ja, vor einigen Momenten. Wurden wir von der Hauptquartier. Ja, wurden vom Hauptzweig. Branches werden Zweig. Wurden wir vom Hauptzweig von Gyps in Osaka kontaktiert. Ich werde jetzt dahin laufen. Und ich hätte es gern, wenn ihr mich dahin begleiten würdet, nach Osaka. Oh, ja. Werd hier mal eine Sekunde langsamer. Dieses Osaka-Ding, redest du über uns? Yamato schaut über die Gruppe. Ja, ich meine alle von euch. Ja, also ich hätte ja eigentlich nichts dagegen, aber ich würde trotzdem gerne wissen, warum. Ja, weil, warum müssen wir nach Osaka gehen? Lasst mich euch dies fragen. Werdet ihr gerettet nur beim Warten, nur wenn ihr wartet? Wird das wirklich euer Leben zurückkriegen? Also, wie soll ich das wissen? Du hast den Zustand gesehen, welchem Tokio ist, oder nicht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Hier ist nichts, was wir tun können. Lass uns warten, bis die Regierung die Sachen aussortiert. Ich denke, es war nichts zwischen diesen Zeilen. Also ja, aber ich meine, wir sind, also wir waren hilflos oder wir sind hilflos.
Ihr wart hilflos. Hilflos, hilflos. Diese Entschuldigung würde in allen anderen Situationen ja passen. Aber das ist kein gewöhnliches Desaster. Hier ist niemand, der es für euch klären wird, während ihr wartet. Ihr solltet alle solche Hoffnungen, welche ihr habt, zur Seite werfen. Nichts wird sich. Nothing about your life. Nichts von eurem Leben ist jetzt garantiert. Aber wenn ihr überleben wollt, müsst ihr denken und ja, euch und act for yourselves, ja, und für euch selber handeln. Weil die Ursache für dieses Desaster noch nicht adressiert wurde, also noch nicht bekannt oder noch nicht bekannt ist, ist hier noch kein Morgen für uns. Was? Wir können. Ach so, wenn wir nach Osaka gehen, können wir eigentlich neue Informationen sammeln, welche als ja können wir währenddessen halt Informationen sammeln, als die ganze nur da still nebendran zu stehen. Boah, ja, okay, gerade eben war der Rest recht schlecht übersetzt, so wie öfters von mir. Hier könnte ein Hinweis sein, welche uns näher an die Wahrheit hinter diesem Unglück führen kann. So das ist, warum du willst, dass wir mitkommen. Aber warum uns? Ihr vier habt Dube besiegt. Ich möchte euch talentierten Personal belohnen, so wie was? Achso, ich möchte so talentiertes Personal wie euch mit solchen Möglichkeiten, Chancen belohnen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Wenn ihr handeln wollt, werden wir um 10 Uhr Shibashi around. Werde ich ungefähr um 10 Uhr beim Shibashi sein. Ist das klar? Dann schaue ich schon mal vor. Da. Mund, beweg dich. Schaue ich schon mal vor. Euch. Ach so, dann schaue ich schon mal vor, um welche Entscheidung ihr euch getroffen habt. Yamato verschwindet. Oh, Mann, wie soll ich das jetzt setzen? Ich glaube, wir müssten gehen. Nicht, dass es mir irgendwas ausmacht. Ich meine, was sollten wir denn sonst tun? Ich bin interessiert, wenn es hier ein Weg ist, wie ich helfen kann. Wäre es vielleicht besser, wenn wir in Aktion, also wenn wir Aktion nehmen. Also handeln. Na. Aber was ist hier in Osaka, das wir herausfinden könnten? Hinweise über die Ursache des Desasters? Ja, vielleicht sogar eine Lösung. Oh, du hast recht. Wenn wir die Ursache herausfinden, können wir sogar vielleicht eine. Ja. Vielleicht führt uns das dann zur Lösung. Zu einer Lösung. Oh, das ist es. Nichts mehr. Wenn wir weiterhin in Kreisen laufen, wird. Wenn wir auf diesem Zeug weiterhin im Kreis laufen, dann wird das uns nirgendwo hinführen. Lass uns nach Osaka gehen und du weißt schon, investieren und so ein Zeug investieren, richtig? Dann werden wir Antworten finden. Und dann werden wir einige Antworten bekommen. Wir wissen, was er denkt oder was er vorhat oder was vor sich geht. Und wenn wir dann das wissen, dann können wir darüber noch einmal reden. Das ist, was ich sage. Du hast eigentlich recht. Es wäre der beste Weg, wenn wir gehen. Lass uns nach Osaka gehen, okay? Warte, was?
Wir gehen alle nach Osaka. Alles klar, ganz sicher, ja. Ja, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit gehen. Mann, du bist komplett gung-ho für das. Ich habe keine Ahnung, was gung-ho heißt. Das lässt meine kleine Rede hier wie ein Nichts dastehen oder so. Also, dass es seine Rede gerade eben einfach zugrunde gegangen ist, weil ich ja sowieso gegangen bin. Alles klar, Shibashi um 10 Uhr. Hat sich erinnert, das sollte sich jeder merken. Oder daran sollte sich jeder erinnern. Ihr chattet noch ein bisschen länger und dann geht ihr eure Wege. Yay. Demon Whiteness. Ich kann noch mit Joe reden. Also ich habe ungefähr noch, ja, zwei Events könnte ich eigentlich machen. Okay, Tokyo Marines. Ist Tokyo Marine. Looking Man. Also niedrig ausschauende Männer. Lowly Looking Man. Okay. Schwärmen sich so in der Vending Machines. Achso, ja. Schwärmen die Automaten. Beeilt euch, irgendjemand wird kommen. Hetz mich nicht, ich kann sie nicht so schnell in meine Tasche bekommen. Oh, Scheiße. Hey, was tut ihr da? Das ist nicht gut. Lauft. Ah. Ja. Stimme, wo bist du? Wow. Ah, bleibt da stehen. Yay. Ja, der Polizeimann verfolgt die Männer. Den Polizeimann kennen wir. Yay. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Dude, Chess, was ist los damit? Ja, die Automaten wurden zerstört und der Inhalt geklaut. Es ist das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Es wird hier in der Gegend wirklich schlimm. Ich hasse dieses Zeug wirklich. Ja, ich bin durstig. Nee, also es ist ja unheimlich. Angsteinflößend. Ich weiß, richtig? Ja, fühle dich nicht schlecht, Scheiß. Ich bin auch deswegen komplett, ja, aus dem Häuschen. Haben sie wirklich alles geklaut, was da drin war? Ich werde mal nachsehen gehen. Ja, Daichi, ja, schaut um den Automaten herum. Hey, es ist unser glücklicher Tag. Hier ist noch ein bisschen Zeugs übrig. Sogar ziemlich viel eigentlich. Ich werde etwas Geld zurücklassen und genug für alle mitnehmen. Warte. Daichi kommt einem. Ja. Troubled Look. Ja, mit einem Ausdruck, Gesichtsausdruck. Halt problematischem Gesichtsausdruck auf seinem Gesicht. Scheiße, ich war ein ziemlicher Haufen von diesem Zeugs. Was? Die magische Vereinigung von trockenem Gras und Koffein. Erfrische deinen Körper und deinen Geist. Und gib mir die, keine Ahnung, Heaves. Die Grippe oder so, oder keine Ahnung, was Heaves ist. Gib mir die Heaves. Oder Himmels. Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ich meine, was sagt uns dieser Drink, wenn es selbst. Ja. Ja, wenn selbst die hungernden Leute das nicht nehmen. Also, Chers, willst du es mal probieren? Ja. Ja, okay. Trommelwirbel bitte. Hier kommen wir. Warte, 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 warte. Einen Moment. Ich habe es schon gekauft. Vielleicht sollte ich es als erstes probieren. Aber nur ein bisschen. Ich bin mir sicher, dass es. I'm sure not going. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht einfach so runterschlucken werde, okay? Daichi öffnet die Dose und nimmt einen Schluck. Oh, ich verstehe es. Dieser grasige Geschmack verbreitet sich in meinem Mund und trifft auf die Säuerlichkeit in meinem Hals. Es ist eigentlich wirklich erfrischend. Nicht, das ist das schlimmste Ding, das ich jemals in meinen Mund gesteckt habe. Wow. Ich bin so ein Moron. Idiot. Hals. Ja. Das Schlechteste, was er jemals in seinen Mund gesteckt hat, ehrlich. Daichi, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ja, was soll ich nun mit dem. Was soll ich jetzt nun damit tun? Was übrig ist? Mit dem, was übrig ist. Ich muss nach einem Mülleimer schauen. Ich meine, Chess. Bis jetzt ist der Automat das Einzige, was zerstört wurde. Aber wenn diese Situation weiterhin bleibt, dann wird die ganze Stadt so enden. Nein, 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 das kann nicht sein. Ja, Daichi lächelt, aber er sieht trotzdem noch betrübt aus. Ja, der hat gesagt, um 10 Uhr. Wir haben noch keine 10. Das heißt, ich könnte den noch machen. Aber ich habe noch 3 Minuten. Und dann ist die Aufnahme auch zu Ende. Ja, ist da wieder was Neues? Nee, nichts. Schade. Ja, okay, ich habe sogar noch 2 Minuten. Deswegen lasse ich es dann einfach hier und nächstes Mal mache ich dann hier den Demon Witness, also den Dämonen. Zeugen, also Augenzeuge. Das heißt, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, Leute. Auf Wiedersehen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich darüber freuen. Über Verbesserungsvorschläge freue ich mich auch natürlich. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tüdelü.